Die Röcke sind so kurz. Absätze. Das Mysterium der Strumpfhose. Diet. Beauty Standards. Ja, Gruppenmentalität. Highschool-Mädchen sind eine Marke. Braunes Haar? Du traust dich vielleicht was. Nummer 1. Hey guys, hallo Leute, Grüße aus Tokio. If you don't understand German, it's time for you to go and click on the subtitles, because there are English subtitles. The rest of this video is gonna be in German. Und das Thema heute sind 10 Dinge, die mich an japanischen Frauen überrascht, schockiert und total bewundert haben. So, lass uns rausfinden, was es ist. 3, 2, 1, 0. Nummer 10, und wir zählen zurück, ist The skirts are so short. Die Röcke sind so kurz. Und was mich da wirklich überrascht, ist nicht nur, wie kurz die sind, wer die auch kurz trägt. Und das sind, überraschenderweise, die Schulmädchen. Ja, das kommt nicht nur aus dem Fernsehen, das kommt nicht nur von Animes und Manga. Die Röcke von einigen Schulmädchen hier sind ziemlich kurz. Aber die Treppen sind so steil. Und ich frage mich immer wieder, wie kommt das? Wie kann das passieren? Und meine Güte, so kurze Röcke sieht man in Deutschland eigentlich nur, wenn man in den Club geht. Gerade jetzt in Mode sind allerdings die längeren Röcke, die fast schon bis zum Boden gehen. Das ist gerade in Mode. Aber generell, wenn der Sommer kommt, dann werden die Röcke um einiges kürzer. Und die Schulmädchen, die damit fast jeden Tag zur Schule gehen, die Röcke bleiben fast das ganze Jahr über kurz. Kommt drauf an, natürlich, wie streng die Schule ist. Manche Schulen haben das sehr streng vorgeschrieben und manche kürzen den Rock. Und wenn dann die Lehrer kommen zum Checken, die wissen, welche Woche das ist, in der Woche ist der Rock lang. Danach ist er wieder kurz. Ein Grund davon ist wahrscheinlich, dass Japanerinnen dünnere Beine haben und das dann auch gerne zeigen. Und es überrascht mich zwar immer wieder, aber es ist natürlich auch, selbst als Mädchen, da ist ganz schön was zu gucken. Wenn der Sommer in Japan ist, dann gibt es ganz schön viel Beinshow. Wuhu! N-I-X-T! Nummer 9. Absätze. Heels. In Japan ist es faszinierend zu sehen, wie viel und wie oft Frauen Schuhe mit Absätzen tragen. Und zwar ist das teilweise schon fast gut, dass man, wenn man ins Office geht, dass man auf jeden Fall hochhackige Schuhe anhat. Und manchmal sieht man auch hochhackige Schuhe in Sachen, wo man sich denkt, wow, und da steht die Frau den ganzen Tag drauf. So viele Schuhe mit Absätzen, so viele hochhackige Schuhe, alles um die Beine zu verlängern, um again die Beine ein bisschen schöner zu zeigen. Und was mich da wirklich fasziniert ist, dass es dann die teilweise nur in S, M und L gibt und trotzdem findet man Größen, die anscheinend passen. Ich habe es mal eine Zeit lang versucht. Ich habe mal wirklich fast die ganze Zeit Absätze getragen. Für viele von unseren Shoots die ganze Zeit Absätze getragen. Aber nach einer Weile, boah, war ich so fertig. War ich so müde. Und ich bewundere es, wie viele Frauen täglich auf dem Weg zur Arbeit im Zug stehen für 1,5 bis 2 Stunden stehend auf dem Absätzen in die Firma fahren, in der Firma dann mit den Absätzen in der Firma rumlaufen und dann wieder die 1,5 bis 2 Stunden im Zug stehen auf den hohen Hacken. Wahnsinn. Wie machen das die Frauen? Wie machen das die Frauen? Yasaimase! Nummer 8. Das Mysterium der Strumpfhose. The mystery of the pantyhose. Selbst im kältesten Winter, selbst wenn es wirklich sau kalt ist, tragen anscheinend die Mädchen mit ihren kurzen Röcken und ihren Schuluniformen keine Strumpfhosen. Mir hat das eine meiner japanischen Freundin auch nochmal bestätigt. Die hat gesagt, nein, das trägt man einfach nicht zu der Schuluniform. Heißt, selbst wie kalt es ist, mit nackigen Beinen geht's raus. Das, nur die Harten kommen in den Garten. Aber, schlupp. Allerdings ändert sich das, wenn man dann erstmal im Arbeitsleben ist. Heißt, die Office-Ladies, die Frauen, die mit ihren hochhackigen Schuhen in die Arbeit fahren, in ihrem Office-Outfit, die sollen dann wieder eine Strumpfhose tragen. Selbst wenn es 38 Grad im Sommer ist, mit der heißen Luftfeuchtigkeit, ist es gute Manier, wenn Frau dann eine Strumpfhose trägt. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht warum. Aber das ist anscheinend, ja, hier guter Anstand. Nummer 7. Diet. Wenn sich nun so viele Dinge um die Beinchen der Frauen drehen, heißt das auch, dass da ganz schön viel Druck hier in Japan auf Japanerinnen ist, um sehr dünn zu sein. Heißt, viele von uns oder viele auch von unseren Kommentaren scheinen zu sein, dass japanische Frauen natürlich sehr dünn sind und die natürlichen Beinchen ganz natürlich so kommen.
ist generell nicht so. Es überrascht mich sehr, dass fast jede Frau, mit der man in Japan redet, gerade auf einer Diät ist oder schon von einer Diät runter ist oder hat eine andere Diät ausprobiert und dann ist wieder eine Diät hier und da. Und es gibt die verschiedensten Sorten hier und die verschiedensten Möglichkeiten hier, sein Gewicht zu verlieren oder versuchen es zu verlieren. Und es gibt so viele Beauty-Geschäfte und Palas, die natürlich da auch richtig viel Geld mit verdienen. Da ist ganz schön viel Druck auf den japanischen Frauen. Wow, also wirklich, wirklich, wirklich viel Druck. Und was generell schlank in Deutschland ist, ist vielleicht schon gar nicht mehr schlank hier in Japan. Heißt, da ist ein Druck noch wirklich sehr, sehr schlank hier zu sein. Und viele von den Interviews, die wir gemacht haben in Japan, bestätigen das leider. Viele Mädels haben gesagt, ja, ich bin ständig auf einer Diät. Nummer 5, Beauty Standards. Ja, die Beauty Standards hier in Japan sind nun ziemlich hoch. Wir waren ja gerade schon beim Thema, aber es geht noch extremer. Es gibt alle möglichen teuren Friseure, aber auch ganz viele Geschäfte, die Enthaarung anbieten. Heißt, selbst im Zug sehe ich ständig Werbung für, wir enthaaren nicht nur die Beine, die Arme, alles Mögliche wird enthaart, der Rücken, der Handrücken, alles Mögliche muss enthaart werden. Und da stellt sich das teilweise heraus, dass wirklich die japanische Frau überall total wirklich einen hohen Beauty-Standard hat. Interessanterweise oft ist es so, dass genau eine Zone nicht enthaart wird und das ist die, die man dann sieht, wenn man ins Onsen geht. Ansonsten wird generell alles sehr viel enthaart und das ist auch nicht günstig. Es gibt ganz viele Parlors, die Geld verdienen, damit dass die Frauen Geld verlieren. Ganz viele Parlors, die Geld verdienen, dass die Frauen sich alles Mögliche enthaaren lassen. Und dann Nummer 3, ganz viele Parlors, die dann nochmal die Haut massieren, den Kopf massieren, das Hautbild verändern, ähnliche Dinge. Und da wird ganz schön viel Geld reingesteckt und die Frauen, die strengen sich richtig doll an. Nummer 4, Gruppenmentalität, Group Mentality. Nun, in Deutschland ist ja nicht so ein Gruppendenken, wir sind ja etwas individualistischer und Japan generell ist aber natürlich eine große Gruppenkultur hier, was sehr gut ist, was aber auch teilweise ganz schön viel Druck, besonders auf die Frauen legt, denn generell wird von Frauen erwartet, dass sie ganz, ganz krass Gruppentiere sind. Besonders die Japanerinnen, die wir interviewt haben, die von ihrer Schulzeit erzählt haben, die haben besonders gesagt, wie hart das teilweise ist an der Schule, denn man muss mit der Gruppe mitziehen. Die Mädchengruppe, die Mädchenklicke gibt sozusagen an, was man macht, was man nicht macht und was man nicht machen darf oder sollte. Und da gibt es oft Kämpfe miteinander und man muss schauen, dass man die Gruppenmentalität hochhält. Also die Mädels haben es nicht einfach, aber sie versuchen ihr Bestes auf jeden Fall, um die Gruppenmentalität hochzuhalten. Schauen, dass alle in der Gruppe happy sind und das dann später in der Gruppe, wenn man erwachsen wird, ist oft so, dass wenn man in ein Izakaya geht und vielleicht was gemeinsam isst, das ändert sich dann nochmal. Wenn man zum Beispiel in ein Izakaya, also eine Bar geht, wird von den Frauen oft erwartet, dass die diejenigen sind, die dann den Salat für alle in kleine Schälchen aufteilen oder gewisse Dinge für alle vorbereiten, um und wieder die Gruppe zu stärken und der Gruppe zu helfen. Also wird sehr viel erwartet von Frauen, um die Gruppenmentalität positiv zu halten und alle sozusagen glücklich zu machen. Und manche kriegen das ganz toll hin. Ich bin manchmal total beeindruckt, aber ich hoffe, dass es manche nicht zu sehr stresst, wenn sie sich vielleicht dazu gezwungen fühlen. Aber man es macht aus dem Gedanken, dass ich will, dass jemand glücklich ist, dann geht's auch wieder. Nummer 3. Highschool-Mädchen sind eine Marke. Highschool Girls are a brand. Nun, die Japans Faszination mit Schulmädchen ist ja schon mal sehr bekannt auf der ganzen Welt. Aber hier ist es auch so, dass Schulmädchen in Japan selbst über sich sagen, ja, wir sind eine Marke. Es ist fast Statussymbol JK, Joshikose Highschool-Mädchen in Japan zu sein. Man bekommt besondere Bonusse und man bekommt Preferential Treatment. Und mit diesem Verhalten heißt es, dass man zum Beispiel besondere Discounts bekommt, man bekommt besondere Specials, Leute sind besonders freundlich oder wenn man zum Beispiel nach Disney geht und in der Schuluniform, die man trägt, nach Disney geht, hat man mehr Chancen, dass einer von den Charakteren zum Beispiel zu einem kommt. Es gibt ganz viele Dinge, die ja, Mädchen in dem Highschool-Alter sehr hervorheben und auf eine Art und Weise, wie gesagt, zur Marke machen, was überraschend ist. Sowas haben wir ja nur wirklich gar nicht in Deutschland. Aber hier scheint es ein Vorteil zu sein. Heißt, viele Schülerinnen, wenn sie dabei sind, das Jahr abzuschließen, sind dann fast schon schade, sagen, meine Schulzeit ist vorbei. Ich muss meine Brand, meine Uniform, meine Marke wohl bald ablegen. 準備はいいですか?
Noko-san. Miau. Okay. Nummer 2, braunes Haar. Du traust dich vielleicht was, oder? Number 2, brown hair. Wow, you are daring. Brown hair, dyeing your hair brown is actually already... Oh, I'm talking English the whole time. Hold on. Let's do this in German. Sich die Haare färben in Japan ist gar nicht so leicht wie bei uns in Deutschland. In Deutschland, easy, kein Problem. Aber besonders in der Schule darf man sich die Haare schon mal gar nicht färben. Auch keine anderen Naturfarben, heißt dunkelbraun, hellbraun, selbst das ist nicht okay. Ich habe schon mal gehört in einem unserer Interviews, dass ein Mädchen, das natürlich dunkelbraune Haare hatte, sich die Haare trotzdem schwarz färben musste. Nun, heißt, wenn die Schule vorbei ist, beziehungsweise wenn man aus der Schule raus ist, dann färben sich die japanischen Frauen gerne die Haare, aber kein Pink, kein Pink, kein Blau, kein irgendwas, sondern generell braun. Braun ist so die Farbe der Wahl. Es ist ein bisschen heller als die eigene Farbe, aber es ist nicht zu wild, nicht zu gewagt. Also man kommt damit gerade nochmal weg, wenn man schon aus der Schule raus ist. Aber braune Haare, als sich was trauen, hätte ich nicht gedacht. Hajimariyo! Nummer 1. Heirat. Marriage. Mit 15 hatte ich eine japanische Freundin, die ich gefragt habe, hey, was möchtest du werden, sobald du aus der Schule kommst? Wo willst du hin? Was willst du mit deinem Leben machen? Universität, Job, Leben, die Welt bereisen? Und ihre Antwort war, ich will Hausfrau werden. Ganz schnell. Und das hat mich sehr überrascht. Vielleicht sind wir da in Deutschland auch so ein bisschen anders gepolt. Für uns ist es so, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass man in der Zukunft Hausfrau wird. Heißt, man muss einen gescheiten Job haben oder ähnliches. In Japan gibt es den Shushoku Katsudo. Das ist die Zeit, in der man sich auf Beruf in der Zukunft vorbereitet. Heißt sozusagen die Jobhunt, die Berufssuche. Und es gibt den Konkatsu. Heißt, das sind Leute oder beziehungsweise Frauen, die anstatt sich auf einen Beruf zu bewerben, sich in der Zeit auf einen Partner bewerben, um zu hoffen, dass sie dann heiraten und vielleicht dann eben auch Hausfrau werden können. Und das hat mich sehr überrascht, das hat mich wirklich sehr überrascht. Vielleicht komme ich da einfach, das ist natürlich kulturell einfach was anderes. Ey, ich denke, man kann das nicht planen im Vorhinein, ob man Hausfrau wird oder nicht. Das ist ganz schön Druck vielleicht auch für die Männer. Aber für mich war das neu und anders. Aber andererseits ist es teilweise schön zu sehen, dass viele Familien hier in Japan zusammen sind. Schön zu sehen, dass viele Leute noch das Bild von Familie und Gemeinsamsein sehr, sehr schätzen. Aber was wir in unseren Interviews herausgefunden haben, ist, dass ungefähr 80% von den Jungs, die wir gefragt haben, wollte eine Hausfrau. Und 20% von den Mädchen, die wir gefragt haben, wollten Hausfrau werden. Das Bild der guten japanischen Hausfrau hat sich in letzter Zeit doch ein wenig geändert. Und es ist interessant zu sehen, dass meine Freundin, die mit 15 gesagt hat, alles, was sie in der Zukunft will, ist Hausfrau werden, ist genau die Freundin geworden, die dann ganz alleine nach Indien gereist ist und die Welt dann doch bereist hat. Man weiß nie, wo es hingeht am Schluss im Leben. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Das waren die 10 Sachen, die mich überrascht haben an Japanerinnen hier in Japan. So, die süßen japanischen Mädchen, ich muss ja ehrlich sein, ich beneide die schon ein wenig. Die können anziehen, was sie wollen und die sehen total süß aus. Aber ja, wir haben, glaube ich, alle unsere verschiedenen Dinge, mit denen wir als Frauen so zu kämpfen haben im Alltag. Und dies waren 10 Dinge, die mir sehr aufgefallen sind, das erste Mal, als ich nach Japan gekommen bin. Aber euch ist vielleicht auch irgendwas eingefallen, was euch überrascht an japanischen Frauen oder vielleicht an den deutschen Frauen. Ist ja auch okay. Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Ich freue mich, das zu lesen. Und vergesst nicht, gebt uns ein Like und vergesst auch nicht, uns zu subscriben und zu abonnieren für Videos in der Zukunft. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße hier aus Tokio von Cathy Cat und ich hoffe, ich sehe euch schön bald mal wieder. Bye. Schön bald mal wieder. Bye.